Es geht in erster Linie um die Frage, wo ich mit meiner Leistung im Alltag an Grenzen stoße, über die ich nicht hinwegkomme. Was passiert in dem Moment? Was sind diese Grenzen, die mitunter wie Überwältigung erscheinen? Wie komme ich über diese Grenzen hinweg? Wie helfe ich anderen Mitarbeitern, im Zweifel auch Vorgesetzten, wie helfe ich anderen, bei denen ich bemerke, dass sie in ähnlichen Situationen stecken, mit solchen Grenzen umzugehen? Wo entsteht im Alltag Stress? Wie kann ich diesen Stress vermeiden? Wie kann ich den Stress, den ich schon habe, hinter mir lassen und mit neuen Kräften auf Situationen reagieren, die mir immer wieder begegnen werden? Grundsätzlich ist das Seminar für jeden geeignet, der dem eigenen Leben ausgesetzt ist. Denn immer wieder werden wir uns in Situationen befinden, die auf irgendeine Weise wie eine Überforderung wirken. In unserem Fall geht es aber besonders um Führungskräfte, die nicht nur für sich selbst verantwortlich sind, sondern in größeren Zusammenhängen stehen, in denen Leistung notwendig ist, der Umgang mit anderen Menschen erforderlich ist, der verantwortliche Umgang mit anderen gefragt und die sich deswegen oft und immer wieder überfordert fühlen und natürlich auch nicht die Möglichkeit haben, das so sich einzugestehen. Und dann in der Frage sind, wie kann ich neue Möglichkeiten mit mir entfalten? Wie kann ich Ressourcen freilegen? Wo sind Ressourcen verschüttet worden, die vielleicht mal da waren? Was habe ich schon vergessen im Umgang mit mir selber, weil ich so sehr in Aktion bin, den ganzen Tag immer wieder auf bestimmte Dinge reagieren muss, die mir gar nicht erlauben, stillzusitzen und zu reflektieren und zu schauen, wo ich gerade bin, dass ich irgendwann denke, jetzt geht's nicht mehr. Viele vergleichbare Programme wenden sich in erster Linie an den Verstand. Sie arbeiten mit Informationen und neuem Wissen und neuen intellektuellen Erkenntnissen. In unserem Fall wollen wir einen anderen Weg gehen. Es geht weniger um reine intellektuelle Erkenntnis, es geht weniger um Information als vielmehr um persönliche Transformation. Die Frage wird vielmehr sein, wie kann ich als ein anderer aus diesen 3 Tagen, die ich dort verbracht habe, hinausgehen? Wie kann ich mit neuen Kräften, neuen Einsichten, die nicht nur meinen Kopf betreffen, sondern im Grunde sich in meinem Körper festgesetzt haben, hinausgehen? Das heißt, wie kann ich hinausgehen in einer Gewissheit, dass ich auf die Situationen, die mir im Alltag natürlich wieder begegnen werden und die mich überhaupt veranlasst haben, an diesem Seminar teilzunehmen, auf eine Weise zu reagieren, die einen völlig anderen Umgang erlaubt.